Bischöfe von drei orthodoxen Kirchen in der Ukraine haben sich am Samstag in Kiew zur Gründung einer eigenständigen Nationalkirche versammelt. Am Beginn der Synode in der ältesten Kirche der Stadt, der Sophienkathedrale, nahm auch Präsident Petro Poroschenko teil. Mehrere hundert Menschen bekundeten mit ukrainischen Fahnen ihre Unterstützung für eine kirchliche Loslösung von Russland. Wegen der Kirchengründung in der Ukraine herrscht seit Monaten ein bitterer Streit zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel. Die kirchlichen und politischen Folgen dieser tiefen Spaltung sind noch nicht abzusehen. Für die Ukraine ist es der Aufbruch in religiöse Eigenständigkeit ohne Moskau. Das Land soll eine eigene orthodoxe Kirche bekommen. Die russische Kirche wehrt sich gegen den Verlust vieler ihrer Gläubigen.